eindrucksvolle Gesichter heute Abend. Ich blicke in sehr viele Gesichter, die sich gesagt haben, als sie erfahren haben, was Black Tie als Dresscode bedeuten. Wow, wo kann man sich jetzt auch schnell ein Smoking leihen? Ja, der eine oder andere weiß Bescheid. Meinen muss ich morgen 12 Uhr abgeben. Aber keine Angst, es wird heute ein lockerer Abend. Es wird heute kein Unterricht, es wird eher eine Studienfahrt. Allerdings mit keinem Alkoholverbot. Einer unserer Gastgeber heute Abend, hier ist Dennis Ravensdorf. Jede Vision beginnt mit einer gedanklichen Reise. Jeder Erfolg mit der praktischen Umsetzung dieser Idee. Ein Unternehmen mit einer derart langen Tradition zu führen, ist natürlich auch eine Verpflichtung. Im Jahr 2004 haben mein Geschäftspartner und ich die Rako-Schulen von der Familie Rako übernommen. Von daher gilt unser besonderer Dank an diesen heutigen Tag natürlich der Familie Rako. Denn ohne Frau und Herrn Rako würden wir heute, so wie wir hier sitzen, nicht zusammensitzen. Eine erfolgreiche Weiterarbeit nach dem Motto des Gründers, der sagte, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Feiern Sie mit uns einen schönen Abend. Lebenslanges Lernen. Ich denke, das ist ein Stück weit auch das Motto und die Vision von Rako höchstpersönlich gewesen. Menschen in schwieriger Situation ein Stück weit die Brücke zu bauen, durch Bildung weiter Teil des aktiven Alltags, des Lebens zu sein. Und mit dem Angebot, das Sie an beiden Standorten, Frankfurt wie hier Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf, den Menschen bieten, sind Sie modern aufgestellt. Der Schule schauen. Da heißt es unter der Überschrift, was können Sie von uns erwarten, folgendes. Kein Unterrichtsausfall, angenehme Lernatmosphäre durch kleine Klassen, Transparenz und Kommunikation mit dem Elternhaus, erfahrene, motivierte und engagierte Lehrer und individuelle Betreuung eines jeden einzelnen Schülers. Spätestens dann, meine Damen und Herren, wissen Sie, dass nicht auf der Internetpräsenz der Senatsverwaltung für Schulen in Berlin gelandet sind, schön wäre es, sondern sie sind eben bei der Rako-Schule. Und wenn wir heute das 150-jährige Jubiläum feiern und uns eben auch an den Gründer August Rako erinnern, dann will ich ihn nicht unerwähnt lassen, er war ja zum einen der Schöpfer des Klassenunterrichts für Erwachsene, aber man muss es auch ein Stück weiter anlegen, er hat damit auch die Berufsschulen in Deutschland ja mit auf den Weg gebracht. Und er hat das duale Schulsystem damit mit etabliert. Einer der Bausteine, meine Damen und Herren, der für den heutigen wirtschaftlichen Erfolg dieser Bundesrepublik Deutschland steht. Wenn Sie so weitermachen, dann sind Sie auf einem guten Weg zum 175-jährigen Jubiläum im Jahre 2042. Da freue ich mich heute schon auf die Einladung und darf jetzt mit Ihnen zusammen das Glas auf die nächsten 25 Jahre erheben. Alles Gute, schönen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag für das Privatschulwesen in Deutschland, denn, das haben wir auch schon gehört, Sie stehen für Bildungsvielfalt. Ein Hauptkriterium, sozusagen ein Merkmal von freien Schulen. Mit Ihren unterschiedlichen Angeboten bereichern Sie die deutsche Schullandschaft
Sie stehen im produktiven Wettbewerb mit den staatlichen Schulen, aber auch mit den anderen Privatschulen. Sie fordern die Weiterentwicklung der Schulen und die des gesamten Schulsystems. Und meine Damen und Herren, Sie tun das auf der Grundlage des Grundgesetzes. Nicht immer ist die Note das wirkliche Ergebnis, das ein Mensch ausmacht, sondern es ist der Mensch mit der Bildung, die am Ende der Schullaufbahn übrig bleibt, meine Damen und Herren. Die Bildung, die am Ende der Schullaufbahn übrig bleibt, das ist das Entscheidende. Nicht das Polemielernen, wenn ich es auf den Punkt bringen darf, sondern das lebenslange Lernen und das, was in den Schulen vermittelt wird. Und da leisten Sie auch einen hervorragenden Beitrag mit Ihrer Bildungseinrichtung. Es geht besser, man kann es besser und Sie machen das im privaten Sinne vor, wie man sich aufstellen muss in der bildungspolitischen Landschaft, meine Damen und Herren. Und dazu auch ein herzliches Glückwunsch. Verehrte Gäste, das Danken könnte kein Ende nehmen. Es bleibt mir jedoch noch eines abschließend festzustellen. Die RAKO-Schulen sind seit 150 Jahren Inhaber geführt. Seit 13 Jahren sind sie nicht mehr in den Händen der Familie RAKO. Aber wir leben die Tradition und fühlen uns der Moderne verpflichtet. Egal wie sich die Zeiten ändern und wie tiefgreifend die Digitalisierung unser Leben beeinflusst, wir wissen, dass das Miteinander oder auch das persönliche Gespräch, also der gut gemeinte Rat, wichtig sind für die Reife und das persönliche Fortkommen eines jeden Menschen. Für die RAKO-Schulen steht der Mensch in dem Vordergrund und wir werden die Rahmenbedingungen stets so gestalten, dass sich der Mensch hier wohlfühlt.